So, was haben wir denn heute auf dem Plan? Sonic, was? Sonic Heroes. Ein Spiel, über das ich tatsächlich schon länger reden wollte. Ich habe sogar dazu mal eine Review gemacht, diese allerdings nicht hochgeladen, da sie fehlerhaft war, leider. Und für mich ist es nicht nur irgendein Spiel, nein. Es ist das Spiel meiner Kindheit. Ich glaube sogar mein allererstes Videospiel. Es hatte schon zu Beginn einen ziemlich schlechten Start. Und zwar hat das Spiel Sega am 30. Dezember 2003 in die Welt geschissen. Und alle Leute waren einfach nur so, hä, was ist das? Das ist doch kein richtiges Sonic. Das will ich nicht, das kenne ich nicht, tu es weg. Und ich kann die Meinung absolut nicht nachvollziehen, weil das Spiel ist einfach nur nice. Ja, es hat manche Stellen, die ziemlich frustrierend sind, zu denen komme ich am Ende noch. Aber im Großen und Ganzen ist es, finde ich, doch ein Spiel, was seine Daseinsberechtigung hat und was Spaß machen kann. Im Vergleich zu anderen Sonic-Spielen ist es mehr Cartoon-Mäßigkeiten, das heißt knalligere Farben, eine buntere Umgebung, viel kindlicheres Design der Spielwelt gegenüber und den Gegnern. Und generell gab es nicht so viele Sachen, die eigentlich so, naja, für erwachsenere Gamer waren. Es war eigentlich doch eher für Kinder gemacht, glaube ich. Aber das heißt nicht, dass Jugendliche es nicht auch genießen können. Denn das Spiel macht trotzdem Spaß. In irgendwie, weil es ist kackenschwer an manchen Stellen, das stimmt. Und vor allem unfair. Aber, ja doch, es macht im Großen und Ganzen eigentlich Spaß. Und ich glaube, ich sollte mal langsam erklären, worum es überhaupt im Spiel geht. Zu Beginn hat man die Auswahl zwischen 4 Teams, die man wählen kann. Und jedes Team hat seine ganz eigene Story, aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich nur darum, Eggman aufzuhalten. Bei was auch immer er tun will. Er sagt zwar, er will die Weltherrschaft an sich reißen, aber es wird nicht wirklich genau erklärt, wie er das anstellen will. Da hätten wir zum Beispiel als erstes Team Sonic. Bestehend aus Sonic, Knuckles und Tails. Und der Modus von Team Sonic ist der normale Modus, um das Spiel zu spielen. In der Sonic-Story geht es hauptsächlich darum, Knuckles und Tails fliegen in einem Flugzeug zu Sonic und erklären ihm, dass Eggman irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen will. Nur, wie wird nicht genau erklärt. Die Story ist an manchen Punkten tatsächlich ziemlich lückenhaft, wenn ich mal so drüber nachdenke. Und schon machen sich die drei auf den Weg, um ihn zu stoppen. Das ist im Großen und Ganzen die Story vom ersten Team. Hinzufügen muss man allerdings, dass alle Teams parallel zueinander spielen. Das heißt, dass sowohl das eine Team gerade in einem Gebiet sich befindet, als auch die drei komplett anderen Teams. Weil man spielt mit allen 4 Teams dieselben Level, die sich leicht verändern an mancher Stelle. Und an manchen Punkten tatsächlich ziemlich schwer. Trotzdem finde ich es ein bisschen komisch, dass diese Teams sich nie über den Weg laufen. Außer, wenn diese gegeneinander antreten, was zweimal pro Story passiert. Das heißt, mit Team Sonic tritt man zum Beispiel gegen ein anderes Team an und nochmal wiederum gegen ein komplett anderes, also gegen zwei verschiedene Teams. Nur auf das dritte Team stoßen sie letztendlich nicht. Und es hat mich als Kind ein bisschen verwirrt, dass diese Teams sich nicht über den Weg laufen, obwohl sie an der exakt gleichen Stelle anfangen und an der gleichen Stelle enden, weil, ne? Ich erkläre es vielleicht ein andermal genauer, aber jetzt erstmal zu den Teams. Als zweites Team haben wir Team Dark, bestehend aus Shadow, Omega und Rouge. Team Dark ist ein ziemlich kreativer Name, muss ich sagen. Shadow, Dark. Aber es ist leider auch der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Auch wenn es einfach mal das coolste Team ist, meiner Meinung nach, ist es der schwierigste von allen. Und in Team Dark geht es darum, dass Rouge, die Fledermaus, in ein Versteck von Eggman einbricht, so habe ich das verstanden. Und während sie da einbricht und es für die Schatzkammer hält, dabei aktiviert sie den schlafenden Shadow und gleichzeitig die Maschine Omega. Alle drei Charaktere kann man natürlich auch spielen. Und Omega ist einfach mal der coolste von allen, meiner Meinung nach. Wirklich, der sollte sein eigenes Spiel haben. Jedenfalls schießt Omega erstmal alles nieder, was ihm in den Weg läuft. Und hält Rouge und Shadow erstmal für Feinde. Aber da alle das gleiche Ziel haben, nämlich Eggman aufzusuchen, obwohl Rouge will eigentlich nur die Schatzkammer von Eggman plündern. Ja gut. Jedenfalls verbünden sich alle drei. So. Und das ist die Story von Team Dark. Dann gibt es noch Team Rose, die man tatsächlich, finde ich persönlich, als erstes wählen sollte, da die ein eigenes Tutorial haben, wie sich das Spiel spielt.
das sollte ein Team Sonic haben, weil Team Sonic ist meiner Meinung nach das erste Team, was man nimmt, so als normaler Spieler. Es ist halt auch das erste Team, was einem angezeigt wird und der normale Modus. Was einem zwar nicht gesagt wird, aber man weiß es irgendwie. Jedenfalls ist Team Rose der einfachste aller Schwierigkeitsgrade. Bestehend aus Big, Amy und Cream. Dreimal dürft ihr raten, wer davon Big ist. Und ja, die haben eigentlich als Motivation, dass zwei Freunde von ihnen entführt wurden, so kleine Chao-Viecher. Und die vermuten, dass es bei Eggman, also dass die bei Eggman gefangen gehalten werden. Warum auch immer. Sie versuchen halt, die zu finden anhand eines Fotos. Und auf diesem Foto ist einfach nur Sonic abgebildet, zusammen mit einem dieser Chaos. Und deshalb denken die halt direkt, okay, Sonic jagt Eggman, wir müssen zu Eggman. So eine Kombinationsgabe, nein. Gut, sie treffen letztendlich auch bei Eggman ihre gefangenen Freunde, aber da hätte man nicht so drauf kommen können. Jedenfalls sind die Levels von Team Rose deutlich kürzer und einfacher gehalten als der Rest. Da, ich meine, es eigentlich der Anfängerschwierigkeitsgrad ist. Und das ist Team Rose eigentlich. Ja, und zuletzt gibt es noch Team Chaotix, einer meiner auch Favoriten. Ich würde sagen, wenn ich vier Favoriten hätte, dann würde ich sie in der Reihenfolge aufstellen. Team Dark, Team Chaotix, Team Sonic, Team Rose, weil Team Rose ist echt langweilig. Und die sind halt langsamer und ich kam mit denen einfach überhaupt nicht klar. Das ist das erste Mal, dass ich mit einem leichteren Charakter in einem Spiel und mit einem leichteren Schwierigkeitsgrad schwerer zurechtkomme als mit einem normalen. Weil die steuern sich manchmal echt nicht gut. Jedenfalls Team Chaotix, bestehend aus Vector, dem Krokodil, Espio, dem lilanen Chamäleon, der gleichzeitig ein Ninja ist, frag dich nach, und Charmy, die Biene, die aus irgendeinem Grund so einen komischen Hut oder eine Brille auf hat. Ich weiß nicht mal genau, was es ist. Es ist einfach da. Ja, und diese betreiben eine Detektei und sollen für einen anonymen Klienten Eggman ausfindig machen. Also im Laufe des Spiels ein paar Missionen erledigen, die sich auf die normalen Levels beschränken und einfach nur, keine Ahnung, sammle einfach so und so viel von denen oder schließe das Level mit ab oder so oder besiege so und so viele Gegner. Und das ist eigentlich dann das komplette Konzept hinter diesem Team. Und anonym, in Anführungszeichen, weil man schon von Anfang an gefühlt weiß, wer dahinter steckt. Ich überlasse es euch jetzt mal, ich kann nicht mal reden und wir sind am Anfang des Videos. Jedenfalls weiß man von Anfang an, wer es schon ist, und ich überlasse es euch mal herauszufinden, wer es ist. Ja, und der einzige Ansporn für Team Chaotix ist sozusagen Geld. Was anderes interessiert die im Moment halt nicht. Espio ist der einzige, dem das verdächtig vorkommt, aber er macht trotzdem mit. Und Espio kann sich unsichtbar machen im gesamten Spiel. Das ist schon nice, weil du kannst dann einfach an Gegnern vorbeilaufen. Andererseits lässt du dann auch deine Teamkameraden zurück, die zu unfähig sind, dir zu folgen dann. Ich nehme jetzt mal die Story von Team Sonic und gehe mit denen das Spiel durch, weil das wie gesagt die normale Spielweise ist. Sonic Heroes ist ein klassisches Jump'n'Run Sonic Spiel. Das heißt, du rennst von A nach B und erreichst am Ende den Zielring und das war's. Dann startest du ins nächste Level. So ist es in der Regel. Das komplette Spiel besteht aus mehreren Welten. Insgesamt, ich glaube, 14 Level pro Story. Und eine Welt hat zwei normale Jump'n'Run Level, die auf einem Thema basieren, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Dschungel, Strand oder so. Und einen Bossfight, der dann jeweils entweder aus einem Bosskampf gegen Eggman besteht, eine Welt von Robotern oder ein anderes Team. Und pro Team gibt es drei verschiedene Kämpfer, die man spielen kann. Und zwar blau steht für Speed, der mit Geschwindigkeit und Homing Attacks angreifen kann und Tornados erzeugen kann. Rot steht für Kraft und Kampf, der seine Mitglieder des eigenen Teams einfach mal rumschleudert und auf die Gegner smasht. Das tut bestimmt nicht weh oder so. Und natürlich noch Gelb, der für Flug steht. Der kann die anderen beiden Teammitglieder und sich selber über einen bestimmten Zeitraum und eine bestimmte Höhe und Weite hinweg fliegen lassen und tragen, um so an höher oder weitere Gebiete zu kommen. Und im gesamten Spiel brauchst du alle drei Teammitglieder. Warum schneide ich das alles eigentlich nicht raus? Wie auch immer, machen wir weiter. Du brauchst halt wirklich alle Teammitglieder, weil ab und zu brauchst du sowohl den blauen, als auch den roten, als auch den gelben. Weil das Spiel will es so. Und das heißt, du kannst dich jetzt nicht auf einen Charakter festlegen, den du durchgehend am Spielen bist. Du musst halt wirklich, also bist gezwungen, alle drei mindestens ein paar Mal zum Spielen.
Genug gefaselt, kommen wir zu den Gegnern. Es gibt nur eine Art von Gegner im gesamten Spiel und das sind Roboter. Und natürlich sind es alles Eggman-Roboter. Aber das weiß der Spieler natürlich aus Gründen. Und es gibt verschiedene Roboterarten. Es gibt richtig schlimme Roboter und es gibt ganz normale. Und die ganz normalen sind mir am liebsten, weil die großen, die machen eh nicht nur enormen Schaden, sondern sind verdammt scheiße zu besiegen. Aber genug gefaselt. Kommen wir zum Gameplay. Die erste Welt besteht bei allen Teams aus der Strandregion. Das heißt, dass du von A nach B läufst, aber an einem schönen Strand entlang, an dem Mörderroboter auf dich warten, aber das ist nicht weiter schlimm. Die ersten zwei Level sind tatsächlich noch ziemlich spielerfreundlich gehalten, würde ich mal sagen. Das erste Level Seaside Hill und das zweite Level Ocean Palace sind halt so Richtung Meer und Wasserruinen angelehnt und klassisch für ein Sonic-Spiel, glaube ich. Es ist halt das einfachste und finde ich auch das schönste, also grafisch schönste Level des gesamten Spiels. Und im Anschluss trifft man auch direkt an den ersten Bossgegner. Egghawk. Es ist praktisch nur Eggman in einem riesigen Adler aus Metall, der vor dir wegfliegt. Wie soll man das am besten erklären? Praktisch eine Linie und zu diesen Linien sind ab und zu mal Kreise, wo er anhält und wo du ihn dann angreifen kannst. Auf den Linien kannst du ihn auch angreifen, aber da er dich da permanent beschießt, ist es ein bisschen schwieriger. Ich habe mir übrigens auch mal notiert, wie viele Versuche ich bei jedem Bossgegner gebraucht habe. Bei diesem habe ich 3 Versuche gebraucht, weil ich es auf dem Emulator gespielt habe, weil meine CD komplett am Arsch ist und ich deshalb es leider auf dem Emulator zocken muss. Daher habe ich mich an manchen Stellen aufgeregt, aber ich habe bestimmte Stellen dann nur mit Save States geschafft und ja. Das ist kein wirkliches Cheaten, es ist einfach nur die Umstände, die ich dazu im Moment habe. Jedenfalls habe ich bei diesem Bossgegner nicht so viele Versuche gebraucht und habe ihn letztendlich besiegt, weil, na, du musst einfach nur permanent auf ihn draufbashen und dann ist er eigentlich schon direkt tot. Und was heißt tot? Er fliegt dann einfach weg, nachdem er besiegt wurde. Wie immer. Pussy. Kommen wir zur nächsten Welt, und zwar der City. Grand Metropolis heißt, glaube ich, oder Grand Metropolis war es, glaube ich, und die zweite heißt Power Plant, ein riesiges Kernkraftwerk. In der ersten Mission bist du sozusagen eher in der Stadtregion unterwegs und, Und ein Powerplant in einem riesigen Kernkraftwerk. Powerplant habe ich als Kind auch nicht wirklich gemocht, weil es gibt ein paar Passagen, die sind einfach viel zu schwer, meiner Meinung nach, aber nur bei Team Sonic und Team Dark. Jedenfalls kämpfen wir uns dann durch die Stadt und durchs Kernkraftwerk und stehen am Ende unserem ersten Team gegenüber. In Team Sonic Fall ist es Team Rose, dem wir gegenüberstehen. Ja, dieses Team ist ein bisschen, versessen darauf, Sonic hinterher zu jagen an manchen Stellen. Gleichzeitig sind sie aber auch hinter Eggman her. Weil Amy, die Hauptcharakterin aus Team Rose, ist in Sonic verknallt, aber das, denke ich mal, das weiß jeder Sonic-Fan. Jedenfalls werden wir dann selber zu eiskalten Mördern und stoßen Team Rose von der Plattform. Denn jeder Teamkampf befindet sich in einer kleinen Arena und es geht darum, den Gegner einfach nur von der Plattform zu stoßen. Wenn man das erreicht hat, hat man direkt gewonnen. Es gibt manchmal Tricks, wo man sagt, bleib einfach stehen, irgendwann fliegt der Gegner selber runter, dann habe ich es ausprobiert und bin gestorben, von daher, das ist Schwachsinn, meiner Meinung nach. Jedenfalls haben wir Team Rose besiegt dann und kommen ins dritte Gebiet, in den Canyon. Nicht in den Canyon, Entschuldigung, in Casino Park. Und das ist musikalisch gesehen einer meiner absoluten Lieblingslevel. Viele Leute sagen, dass es absolut unstrukturiert ist und man überall leicht runterfällt, was sowieso ein großes Problem im Spiel ist. Du kannst überall leicht runterfallen. Und ich muss sagen, ich gebe den Leuten recht. Es ist unstrukturiert, aber sobald man es mindestens einmal durchgespielt hat, kennt man es eigentlich. Und dann kommt man relativ gut damit klar. Nur die Flippertische sind manchmal etwas unfair gemacht. Denn um ein Level auf den besten Rang abzuschließen, ist es halt auch wichtig, eine bestimmte Zeit einzuhalten. Und an den Flippertischen ist es eher Glücksspiel, finde ich. Jedenfalls kämpft man sich durch die Level Casino Park und Bingo Highway. Und am Ende tritt man Eggman gegenüber, der ein paar Wellen von Robotern auf einen hetzt, was allerdings gar nicht mal so schwer ist. Ich sag das vielleicht ein bisschen zu schnell, allerdings gibt es zu diesen Leveln nicht wirklich zu sagen. Also nicht wirklich viel. Alles ist halt eher nach Glücksspiel orientiert, das heißt fliegende Würfel. Alles andere als normal eigentlich. Flippertische, Bingo-Karten, alles ist irgendwie dabei. Poker. Obwohl, Poker? Nee, ich glaube nicht. Es ist halt eher eine Welt, wo du denkst, dass du Vergnügen hast, anstatt wirklich ein Spiel zu spielen. Also wirklich ein Spiel zu spielen und dabei Arbeit zu haben. Also eher eine entspanntere Welt, finde ich. Doch ab der nächsten Welt schaltet das Spiel den Arschloch-Modus an, meiner Meinung nach.
Und zwar ist das nächste ein Canyon. Und nicht nur irgendein Canyon, und zwar Rare Canyon. Und ja, ihr könnt es sicher denken, dass es ein Grand Canyon angelehnt ist. Und Bullet Station, was einfach nur eine riesige Militäranlage ist. Im Canyon. Kein Sonic-Spiel ohne Militär. Ab hier werden halt auch die Schienen eingeführt. Und zwar gibt es dann jeweils 3 Schienen, auf denen man fahren kann, zwischen denen man hin und her wechselt. Nur ab und zu ist es ziemlich schwer, das hinzubekommen, da der Charakter dann nicht auf die andere Schiene springt, sondern darüber hinaus und in den Abgrund fällt. Weil in diesem Canyon kannst du, wie gesagt, überall runterfallen. Und deshalb mag ich das Level nicht wirklich sehr. Es gibt auch noch so komische Münzen, mit denen man die Schienenrichtung ändert, und wenn man das verkackt, fällt man auch leicht runter. Es ist halt eher so, ja, entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Wobei, ein Spiel ist eigentlich hier, entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Was laber ich eigentlich? Es gibt, glaube ich, noch ab und zu Züge, die dir entgegenkommen. Das ist, ich weiß nicht, ob das in jedem Team so ist. Ich meine, bei Team Rose war es nicht so. Aber Team Sonic, Dark und Chaotix, da kommen ab und zu mal Züge dazu. Und dem muss man auch noch ausweichen. Und das kann manchmal echt zu frustrierenden Toten sorgen. Jedenfalls, am Ende von diesem Level wartet der nächste Bossgegner auf uns. Und zwar Egg Albatross. Ein Zeppelin, der den Egghawk oben drauf hat. Und der Boss hat 3 Phasen. Und zwar muss man einmal die Flügel des Zeppelins, der seltsamerweise aus Metall ist, zerstören. Dann den Zeppelin an sich. Und am Ende noch den Egghawk besiegen. Und dieses Level, ja, dieser Bossgegner hat auch überall Abgründung. Man kann deshalb schnell mal daneben angreifen und runterfallen. Deshalb, man sollte bei dem Spiel echt mit viel Geduld rangehen. An der Stelle muss ich übrigens hinzufügen, dass ich das Spiel als Kind nie durchspielen konnte. Ich habe das nur mit Team Rose geschafft, mit sonst keinem. Ich war schlecht. Jedenfalls, wenn wir Glück hatten und den Egg Albatross besiegt haben, kommen wir auch schon in die nächste Welt. Und zwar den Dschungel. Frog Forest und Lost Jungle. Ich weiß nicht, ob Lost Jungle eine Anspielung auf Jurassic Park, die verlorene Welt, sein soll, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu weit hergeholt. Jedenfalls sind wir in diesem Level in einem riesigen Regenwald, begegnen riesigen Fröschen auch noch, irgendwie alles ist in dem Spiel riesig, also in diesem Level. Wenn man die berührt, regnet es und ermöglichen einem den weiteren Fortschritt im Level. Wenn man allerdings Glück hatte, dem riesigen Alligator am Ende des Lost Jungle Levels ausgewichen ist und durch ist mit den beiden Leveln, steht man dem nächsten Team gegenüber. In Team Sonics Fall ist es mal wieder Team Dark. Das heißt hier mal wieder, die sind sich noch nicht begegnet in dem Spiel, was laber ich. Jedenfalls haben die beiden Softie-Teams und bekämpfen sich natürlich. Wenn wir Glück haben, gewinnen wir, wenn nicht, dann nicht. Und können es dann wieder versuchen. Jedenfalls gewinnen wir und kommen danach in die nächste Welt. Und zwar der Horror-Welt. Mystic Mansion und Hang Castle sind auch, ja doch, eine meiner Lieblingswelten. Weil sie spielen einfach mit dem Verstand und stellen einen manchmal schon bizarre Rätsel. Es ist nicht wirklich horrormäßig hier mit Blut, Gesplatter und alles. Es ist halt eher so eine Grusel-Geisterwelt und das finde ich ganz nett. Es wird nicht wirklich gesagt, warum man auf einmal von einem Canyon zum Dschungel zu einer riesigen Geistervilla kommt, aber man macht es einfach. Jedenfalls gibt es ja auch noch so komische Kugeln, mit denen man die Schwerkraft verändern kann und irgendwie alles ist ziemlich unfair an manchen Stellen. Es gibt zum Beispiel auch noch so komische, ja, die gab es schon seit der ersten Welt, und zwar so Loren, mit denen man auf einer Schiene fährt und nur springen kann und bremsen. Und die sind aber, ja, die gibt es in der Welt ein paar Mal, aber die sind nicht wirklich erwähnenswert. Jedenfalls kommen wir am Ende von dieser Welt wieder zu Eggman, der uns ein paar Wellen von Gegnern und unter anderem die Riesenrobotern auf den Hals setzt, die mich ziemlich abfacken. Ja. Ich habe bei The Ray nicht erwähnt, wie oft ich beim Egg Albatross gestorben bin. So 20 Mal ungefähr. Ja, circa 18 bis 20 Mal dürften es sein. Ziemlich unnormal, ich weiß, aber ich habe es versucht, halbwegs ohne Safe State zu schaffen und habe es wirklich nur bei den normalen Level verwendet. Bei Bossgegnern habe ich es versucht, sie komplett hinzubekommen. Jedenfalls besiegen wir Eggman mal wieder und kommen dann in die, doch, ich glaube, die letzte Welt. Und zwar Eggmans riesige Raumschiffflotte. Wobei, sind es wirklich Raumschiffe oder Flugzeuge? Weil sie fliegen in der Erdatmosphäre, daher kann man sie, glaube ich, nicht Raumschiff nennen. Aber es sind doch nicht wirklich Flugzeuge. Es ist einfach eine riesige Flotte an Flugobjekten. Und diese Welt ist in zwei Teile aufgeteilt, und zwar Tag und Nacht. Und Nacht ist einfach nur nice. Also wirklich, Tag ist einfach nur ein kompletter Clusterfuck an Gegnern, Raketen und Flugeinlagen. Und es ist wirklich schwer, sich zu orientieren im gesamten Level.
Doch, das Nachtlevel, Final Fortress. Ich liebe dieses Level. Das liegt vor allem daran, dass es einfach nur richtig geil designt ist und dass es einfach eine richtig geile Musik hat. Und generell, der Soundtrack vom Spiel ist in jedem Level eigentlich schon sehenswert. Wirklich jeder Song ist einzigartig. Ich kann ihn leider nicht verwenden, weil ich die Rechte daran nicht habe. Aber wirklich, gebt euch mal den Soundtrack, allein den Song Sonic Heroes von Crush 40 oder 40, Crush 40, was auch immer. Allein dieser Song oder This Machine von Julian Kay ist einfach nur... Ich liebe diese beiden Songs. Aber nachdem wir ein paar Mal bei Final Fortress gestorben sind, weil das schon ein schwieriges Level ist, kommen wir endlich zum Endgegner dieser Story. Und meine Fresse, dieser Gegner kann sich ja mal so hart verpissen gehen. Wirklich, ich hab so einen Hass auf den. Nein! Bei dem wäre es echt nicht schade drum, wenn man den einfach nachts im Schlafen ein Messer in die Kehle halten würde. Sorry. Und zwar ist der Bossgegner Egg Emperor, Emperor. Der Typ da. Es ist Eggman in einer riesigen Ritterrüstung aus Metall, also so ein Cyborg-Ritter sozusagen. Und er macht die unfairsten und unmöglich auszuweichendsten Attacken, die ich je gesehen habe. Und zwar spielt das in der ähnlichen Arena, sag ich mal, wie der erste Boss Egghawk. Und zwar einfach nur eine gerade Linie, ab und zu große Kreise und dann weitere gerade Linie. Ab und zu, wenn man sich zu viel Zeit lässt mit dem Angriff, dann haut er ab und man muss ihm hinterher. Und der Ablauf ist so zum Kotzen. Er hält nicht nur enorm viel aus, meiner Meinung nach. Er macht auch noch Angriffe, die einfach so verdammt schwer sind zu timen, auszuweichen, alles Mögliche. Er hat praktisch eine Lanze und mit denen macht er einen Frontal-Lichtangriff, also einen Lichtlaser sozusagen, und einen Querlaser. Und das immer im Wechsel. Quer, senkrecht, quer, senkrecht, quer. Immer wieder. Und das reicht ja nicht, dass man denen dann ausweichen muss. Ab und zu laufen auf der Strecke auch noch Roboter rum, denen man ausweichen muss. Und wenn man einmal getroffen wird, dann liegt man erstmal eine Runde und hat natürlich alle Ringe verloren. Und wenn das Tolle ist, wenn man sich so viel Zeit lässt und ihm nicht sofort nachläuft, sondern ihn von alleine laufen lässt, dann kommt er zurück auf einen gestürmt und diese Attacke kann man nicht ausweichen. Es ist unmöglich. Das heißt, wenn du von einem seinen Lichtstrahlen getroffen wirst, stürmt er auf dich zu und gibt dir den Rest. Also wenn du einmal gehittet wirst, bist du so gut wie tot eigentlich. Es sei denn, du hast wirklich viel Glück und kannst noch ausweichen. Und es reicht ja nicht, dass das noch, dass das im Spiel ist, sondern in diesen Kreisen an sich stehen noch Türme, die dich permanent beschießen, Eckroboter, die dich angreifen. Und die Eckroboter sind, glaube ich, eher dafür da, dass du halt dein Team boost, dass eine ultimative Attacke eines Teams ist, auflädst. Jedes Team hat eine eigene Spezialattacke sozusagen. Team Sonic macht enorm viel Schaden. Team Dark stoppt die Zeit für 10 Sekunden, Team Rose macht dich unverwundbar für 10 Sekunden und Team Chaotix gibt dir zusätzliche Ringe für besiegte Gegner. Jedenfalls sind diese kleinen Roboter, meine ich, nur da, damit sich dieser Team Blast auflädt, weil Team Blast lädt sich nur auf, wenn du angreifst oder Ringe einsammelst. Und die Türme, die droppen auch noch Ringe, was schon ziemlich, naja, hilfreich an manchen Stellen ist, aber die Türme beschießen dich, die kleinen Roboter greifen dich an und Eggman attackiert dich auch noch. Du kommst erstmal überhaupt nicht dahin parat und ich bin, laut meiner Liste, 58 Mal gestorben bei diesem Gegner. 58 Mal im normalen Modus. Das ist schon peinlich. Hinzu kommt noch, dass du den Gegner ab und zu mal, also Eggman, hinterher fliegst sozusagen, weil du, ich sag ganz schön oft sozusagen, weil du halt dann, naja, er fliegt auf das Podest, also auf den Ring und von dieser Linie, die sich unterhalb des Podests befindet, musst du ja irgendwie auf den Ring kommen. Das kriegst du durch eine Rampe hin oder du lässt dich durch einen Ring nach oben schlagen. Und naja, wenn es Eggman zu lange dauert, kommt er auf dich zugeflogen und killt dich im Flug. Weil wenn du im Flug getroffen wirst, fliegst du runter von der Bahn und kannst alles von neu machen. Weil wenn du in den Abgrund fliegst, bist du instant tot, was ich ja auch verstehen kann. Nur ab und zu, wenn du halt schneller bist als Eggman, was auch möglich ist, und schon mal vorlaufen willst. Er kommt da nicht sofort hinterher, aber dann fliegst du halt hoch und dann kommt er plötzlich und trifft dich in der Luft. Du kannst nicht nach hinten sehen, weil die Kamera einfach eigentlich so langsam wie... Die Kamera ist einfach die Hölle im gesamten Spiel. Nachdem du das geschafft hast und ihn besiegt hast, das musst du insgesamt 4-mal machen, schaltest du immer noch nicht das finale Ende frei. Es reicht mir nicht nur mit allen Teams durch zu sein und die finale Cutscene zu sehen und ja... Du musst auch noch 7 Chaos Emeralds einsammeln, die du mit jeweils einem Schlüssel im zweiten Level einer Welt nur
erhalten kannst. Das heißt, du sammelst im zweiten Level einer Welt einen Schlüssel ein, darfst nicht getroffen werden, weil dann verlierst du diesen Schlüssel sofort. Das habe ich dann auch nur mit Save States geschafft, muss ich sagen. Und dann, wenn du das Level beendet hast und den Schlüssel behalten hast, so, dann kommst du in eine Bonusmission, wo du dann an einer Bahn entlanglaufen musst, also durch so eine Röhre, wo die Steuerung die Hölle ist. Die Steuerung ist wirklich so grauenhaft und macht das wirklich nur in Team Sonic oder Team Dark. Das ist wirklich am einfachsten, weil die anderen sind zu lahm oder zu schwer, je nachdem. Und du rennst diesen Emerald hinterher, sammelst Kugeln, um deinen Boost aufzuladen. Und wenn du diesen Emerald hast, dann hast du ihn zum Glück. Das heißt, du musst ihn nicht mit jedem Team einzeln einsammeln. Wenn du diesen Emerald mit einem Team eingesammelt hast, dann hast du ihn während des gesamten Spiels durchgehend, was ziemlich gut ist. Wenigstens haben sie das hinbekommen. Wenn du mit allen Teams alle Emeralds einsammeln musst, nein, das hätte ich nicht mitgemacht. Jedenfalls schaltest du dann erst das finale Level frei, wo du den Finalboss gegenüberstehst, Metal Sonic, der sich in einen Drachen verwandelt. Ich finde es ziemlich cool, dass dieser Finalboss zum ersten Mal Metal Sonic ist. Ich weiß nicht, ob der in einem vorherigen Spiel schon mal drin vorgekommen ist. Ich habe nicht alle Sonic-Spiele gespielt. Ich glaube aber nicht. Oder in 2D Sonic? Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, in Sonic CD kam der drin vor. Oder DX oder... Ach, wie hieß das nochmal? Egal. Jedenfalls musst du ihn dann mit 3 Teams bekämpfen oder mit allen 4 Teams. Ich weiß es nicht. Ich habe das Level noch nicht gespielt. Soweit bin ich da noch nicht. Aber ich wollte drüber reden. Ich habe mir deshalb ein bisschen Gameplay auf YouTube angesehen und mir Infos aus dem Internet geholt, was garantiert sicherlich nicht stimmt. Jedenfalls bekämpfst du ihn dann mit allen 3 Teams und ja, sobald das erledigt ist, musst du ihn nochmal besiegen, und zwar mit Team Sonic, die sich dann dank den Chaos Emeralds in Super Sonic verwandeln, und Tails und Knuckles werden in irgendeine goldene Hülle gehüllt. Jedenfalls kannst du ihn dann nochmal besiegen mit einem epischen Soundtrack. Man hätte einen besseren aussuchen können, aber er ist trotzdem recht gut, finde ich. Und den bekämpfst du dann in der Luft, und sobald du ihn bekämpft hast und gewonnen hast, hast du das Spiel dann auch endlich durch. Zumindest die Hauptstory. Um es auf 100% zu spielen, musst du in jedem einzelnen Level den besten Rang erhalten. Nein, danke. Das sind über 100 Level, die ich nochmals wiederholen muss, um vielleicht am Ende einen guten A-Rang zu erhalten. In ein paar Leveln habe ich es geschafft, aber ich bin absolut motivationslos, um es in allen Leveln zu schaffen. Das dauert mir echt zu lange dann. Und frag mich halt wirklich, wer die Zeit dafür hat und die Lust, das zu machen. Es gibt sicher ein paar Leute, die das können, Speedrunner zum Beispiel, aber ich bin keiner davon. Jedenfalls schaltest du dann noch einen Extra-Modus frei, und zwar extrem schwer. Und er ist schon schwer, von dem, was ich gesehen habe, ist er schon schwer, ja, aber jetzt nicht so extrem schwer. Ja. Jedenfalls liegt der Speedrun-Rekord beim extrem schweren, glaube ich, bei 1 Stunde irgendwas. Ich glaube aber auch noch. Ja, und das war Sonic Heroes. Allen geht's gut. Sonic sagt, ja, wenn du eine Revanche willst, dann jederzeit gerne. Und man kann dann nochmal Zugriff auf einen Level. Und ja, das war Sonic Heroes im Großen und Ganzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin froh, endlich mal eine Review darüber gemacht zu haben. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass es auf YouTube eine deutsche Review zu Sonic Heroes gibt. Zumindest habe ich keine gefunden. Es gab natürlich massig Let's Plays, aber keine wirkliche Review. Wobei das hier auch nicht wirklich eine Review ist. Ich blende nur ab und zu Bilder ein und rede drüber, und das war's. Aber ich wollte euch mal einen groben Einblick darüber zeigen, was halt das erste Spiel meiner Kindheit war. Und ich liebe dieses Spiel trotzdem. Und ich würde es so dermaßen feiern, wenn sie davon ein Remake machen. Ich bin nicht sonderlich ein Fan von Remakes. Ratchet & Clank, das Remake zum Beispiel, ist scheiße geworden. Aber Sonic Heroes, ein Remake mit mehr Charakteren, die man spielen kann, also mehr Kostümen zum Beispiel, einen neuen Soundtrack, eine bessere Grafik, das wäre schon richtig nice. Ich finde das richtig geil. Ich weiß, dass Sega das niemals machen würde, aber so als, keine Ahnung, 30-jähriges Jubiläum wäre es schon echt nice. Weil ich glaube, Sonic Heroes ist damals, ich weiß nicht, ob das als Jubiläumsspiel rausgekommen ist, aber Sonic Generations kam doch, glaube ich, als 20-jähriges Jubiläum oder so. Und ja, ich fände es schon nice. Wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und ihr wisst Bescheid, wie ihr mir wie ihr mir zeigen könnt, dass es euch gefallen hat. Mann, lernt Deutsch, Junge. Bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif und ciao.